Guns N' Roses Gitarrist Slash hat jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Und die Laudatio hüllt kein geringerer als Mr. Charlie Sheen. Ja. Und der hat typischerweise über Axl Rose abgelästert. Zitat, Slash bekommt einen Stern auf derselben Straße, auf der Axl später schlafen wird. Auf Zeitungen, ne? Nein, auf Lana Del Rey. Bei Absolut Radio könnt ihr euch jetzt Musik verlieben. Schickt einfach eure 10 Lieblingssongs an redaktion@absolutradio.de und gewinnt ein Konzertdate mit anschließender Hotelübernachtung. Das Ganze ist natürlich ganz unverbindlich, denn es gibt auch getrennte Hotelzimmer. Logo. Ja. Was für Musik stehst du eigentlich so? Blümchen. Ach komm, ich auch. Boah, schon mal auf die Uhr. Oh, jetzt aber schnell. Vor einer Woche hat Adele ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Das Kind kommt aber jetzt schon im September. Die Schwangerschaft hat sie bewusst zurückgehalten. Und es hat auch noch funktioniert. Van Halen-Sänger David Lee Roth hat Gerüchte dementiert, seine Band würde beim Super Bowl spielen. Wenn ein Angebot kommen würde, wären sie aber sofort dabei. Nine Inch Nails-Sänger Trent Reznor wird die Titelmusik zu Call of Duty Black Ops 2 komponieren. Ja, und da dürfen die Fans sich freuen. Seine Musik wurde schon mit einem Oscar für den Film The Social Network ausgezeichnet. Komm, scheiß auf die 13. Das ist eigentlich alles ganz gut gelaufen, oder? Eigentlich, ja. In diesem Sinne euch allen ein schönes Wochenende, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Haha.